Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Realität ist fake. Ja, es geht darum, unserem Verstand klarzumachen, was es da draußen gibt, was wir da sehen, was das, was wir beobachten, was die Geschichten, was die äußeren Umstände so sind. Und wenn du dir vorstellst, dass diese Realität da draußen nichts anderes ist als eine Geisterbahn. Eine Geisterbahn, in die du eingestiegen bist und in die du jederzeit aussteigen kannst. Und du kannst in ein anderes Fahrgeschäft einsteigen, jeden Moment, wo dir dein Wunschleben, dein Traumleben, deine Traumpersonen genauso gezeigt werden. Ja, du fährst genauso, wie du durch die Geisterbahn fährst und dann kommt der irgendwie diese Geister von allen Seiten und erschrecken dich und machen dir Angst. Aber du sitzt da drin und du weißt, ach, das ist fake. Das ist fake. Weil ich bin der Schöpfer und ich wähle meine Realität. Und wenn ich aus Versehen mal in so eine verdammte Geisterbahn eingestiegen bin und mich zu Tode erschrecke, wirklich Angst habe, dann geht es darum, dass ich mir klar mache, oh, du bist da eingestiegen. Du hast das gewählt, hier diese Horrorszenarien in deinem Kopf durchzuspielen. Du wolltest dieses Gefühl erleben, wie es ist, wenn ich erschreckt werde, wenn mir Angst gemacht wird, wenn ich beleidigt werde, wenn ich zurückgewiesen werde. Aber hoppla, du musst da nicht ewig drin rumfahren. Du kannst aussteigen, du kannst jederzeit aussteigen. Du drückst den Stoppknopf und steigst aus deiner Horrorshow aus. Und dann steigst du in dein Divine Design, in deine Wahrhaftigkeit, in das, was du eigentlich bist, das, was du auch denken kannst, aber eben nur aus dem Wissen heraus, dass du reines göttliches Bewusstsein bist. Und dieses Bewusstsein darf sich das Schönste bewusst machen, darf sich die höchste Liebe bewusst machen, darf sich die höchste Begeisterung bewusst machen, darf sich die höchste Erfüllung bewusst machen. Und das ist so wichtig, dass du lernst, diesen Zustand zu verändern von Horrortrip, Human Design, Geisterbahn hineinzusteigen in Divine Design, göttliches Design, höchste Liebe, höchste Erfüllung, höchste Freundlichkeit, höchster Respekt von dir als göttliches Wesen, höchste Anerkennung, höchste Liebe, höchste Wertschätzung. Und dann bist du da in deinem Divine Design. Und dann fährst du neue Filme, dann hast du neue Vorstellungen, dann kannst du dir vorstellen, wie es ist, in deiner Traumbeziehung zu sein mit deinem Liebsten, genauso wie du es haben möchtest, ohne eine Angst zu haben, verlassen zu werden, ohne eine Angst zu haben, zurückgewiesen zu werden, ohne eine Angst zu haben, nicht gut genug zu sein. Und dann kannst du diese imaginären Akte, wie sie Neville Goddard nennt, genau so haben, wie du sie haben möchtest. Aber du kommst in diesen Zustand eben nur rein, wenn du aus der Geisterbahn, aus deinem Human Design, aus deinem menschlichen Bewusstsein, aus deinen menschlichen Bedingungen, aus deinen menschlichen Ansichten auszusteigen und in dein Human Design reingehst und weißt, der ganze andere Scheiß ist fake. Ich bin jetzt hier, ich bin göttlich, ich bin in meinem göttlichen Bewusstsein und ich stelle mir die schönsten Dinge vor, die schönsten Szenen, weil ich bin Divine Design, die schönste Person, die schönste Frau, der schönste Mensch. Ich bin am allerliebsten mit mir zusammen. Ich begeistere mich selber. Und logischerweise kann ich mir dann auch meine Reflexionen da draußen vorstellen. All diese Menschen, die genauso begeistert von mir sind, die genauso begeistert mit mir das Leben teilen, das Leben sehen, die genauso mich anerkennen, lieben und respektieren, wie ich das selber tue. Aber da komme ich eben nur hin, wenn ich wirklich hundertprozentig keinen Zweifel in meinem Kopf mehr habe darüber, wer ich wirklich bin, dass ich der Schöpfer bin, dass ich die ganze Welt generiere, kreiere, dass mein Universum aus mir heraus entstanden ist, aus meinen Ansichten und Rückschlüssen und Überzeugungen und dass ich eben, um die zu ändern,
aus dieser Überzeugung und Ansicht des Human Design, der Human Design Beschränkungen, der ganzen Bedingungen, die ich da immer habe, auszusteigen und mir etwas bedingungslos neu für meine Erfüllung in meiner Erfüllung zu generieren. Und dann bin ich die Erfüllung, die ich hier suche auf dieser Welt. Ja, so geht das. Ich weiß, es ist nicht leicht, die Theorie ist aber zuerst das Wichtigste zu verstehen. Die Umsetzung hinterher, wie ich meinen Verstand handle, wie ich ihn dazu bringe, mir absolut hundertprozentig zu glauben und mich in meinem Divine Design und in meiner Schöpferkraft zu unterstützen, das ist der zweite Schritt. Und wenn du dazu Hilfe brauchst, ich stehe zur Verfügung mit verschiedenen Angeboten. Auch schon eine kleine Session von nur 20 Minuten, die ich im Moment noch anbiete, kann in dir die Ansicht verändern und kann der Schlüssel sein. Bitte liken, bitte teilen und kommentieren. Ich bin wirklich bemüht, jeden Kommentar zu beantworten. Natürlich mache ich hier kein E-Mail-Coaching oder Kommentar-Coaching. Das würde den Rahmen sprengen, aber ich gebe mir Mühe, zu beantworten. Und wir sind auf bestem Wege. Wir sind schnurstracks unterwegs für 2000 Abonnenten und ich werde mit Freuden eine 1:1 Session verlosen unter allen Abonnenten. Ja, ich freue mich auf dich und wir sehen uns morgen.